Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rise of the Ronin. Wir müssen mit der Ryoma zum Freudenviertel gehen. Machen wir das mal. Dein Wunsch ist mir Befehl. Gehen wir uns halt vergnügen. Bin ich zwar nicht der Fan von, weil ich habe eine Freundin. Will mich hier nicht mit anderen vergnügen. Bin treu. Paderborn-Fan. Ihr solltet lieber die Ausländer vertreiben. Ui. Ja, das klingt ja fast wie in der heutigen Zeit, hä? Die Lage hier spitzt sich immer mehr zu. Der rote Dämon geht mit harten Mitteln gegen die Anti-Shogunat-Fraktion vor. Ja, soll er. Sakamoto, leiste keinen Widerstand, sonst wirst du es bereuen. Oh je. Ach, bitte, gib das nicht auf. Und warum werde ich jetzt da mit reingezogen? Fuck. So, komm mal ran hier. Ist ja noch gar nichts gemacht beim zweiten. Sag mal. Na? Alles easy hier. Ach, dieses primitive Gesindel. In Tossa gibt es kaum jemanden, mit dem man vernünftig reden kann. Ja, dann ist es halt so. Du musst aber auch nicht Scheiße gebaut haben, so wie es aussieht. Ah, ich denke, da wollen wir hin. Das sieht doch wie das Freudenviertel aus. Wahrzeichen besucht. Freudenviertel Miyazaki. Aber ich glaube, du willst nicht hier hinkommen, nur um dich zu vergnügen. Oh, könnte es sein? Was könnte sein? Ihr müsst die Samurai sein, von denen Taka sprach. Wir haben euch erwartet. Das sind wir. Wie hast du uns erkannt? Taka sagte, ihr seht sehr elegant aus in eurem ledernen Schuhwerk. Ich wusste sofort, dass ihr gemeint seid. Scharf beobachtet. Du wirst sicher eine gute Geisha abgeben. Ich heiße Kichi. Kichi Saito. Erlaubt mir, euch im Freudenviertel willkommen zu heißen. Oh, ehe ich es vergesse. Bitte seht davon ab, eure Waffe zu ziehen oder sich ungebührlich zu verhalten. Kein Problem, verstanden. Wenn ihr mir nun bitte folgen würdet. Hier entlang bitte. Das ist also das Freudenviertel. Endlich sind wir hier, mein Freund. Ja, also... Was für ein Ort. Hier trägt sich sicher allerlei Verrücktes zu. Naja. Warum habe ich das Gefühl, wenn wir jetzt am Wald angegriffen? Es wurde erst nach der Ankunft der schwarzen Schiffe erbaut. Hier verkehren alle möglichen Leute. Es ist ein Ort, an dem Ausländer und Samurai miteinander in Kontakt treten. Okay. Wusstet ihr schon, dass Taka zu unseren fähigsten Geishas zählt? Es kommt nur selten vor, dass sie jemandem so schnell einen Besuch gestattet. Ihr beide habt wirklich großes Glück. Na, da freue ich mich aber. Bitte wartet hier. Taka wird sich bald zu euch gesellen. Ich bin gespannt. Möchten Sie noch mehr? Danke, meine Liebe. Was ist das für ein schöner Ort? Gut, dass wir hergekommen sind. Verzeiht bitte die Störung. Ich danke euch vielmals für die Geduld. Bitte, erlaubt mir, mich eurer anzunehmen. Wisst ihr, mich überkommt das Gefühl, dass dies euer erster Besuch im Miyazaki-Viertel ist?
Ja, das stimmt. Dies ist ein Ort vielerlei Vergnügungen. Genießt ihn und lasst die echte Welt hinter euch. Wusste ich's doch, dass ich hier vorhin ein vertrautes Gesicht gesehen habe. Ich geh mal lieber Hallo sagen. Was für ein überaus charmanter Mann. Seid ihr zusammen nach Yokohama gereist? Rede Kunst lügen noch nicht erlernt, okay. Ach, tatsächlich. Ihr habt so vertraut miteinander gewirkt. Deshalb hatte ich es angenommen. Dürfte ich fragen, was euch in die Stadt führt? Durch einen Samurai, der an Bord eines schwarzen Schiffes war. Oh, wie der Zufall es will, habe ich Gerüchte gehört über einen gewissen Samurai, der an Bord des schwarzen Schiffes war. Wisst ihr, bei meiner Arbeit hier bekomme ich so einiges mit. Doch bevor ich mehr verrate, hätte ich eine kleine Bitte an euch. Ich möchte euch bitten, mit einer dieser modernen Kameras Fotos vom Freudenviertel aufzunehmen. Es heißt, eine Fotografie zeige die Dinge, wie sie sind. Nun, ich will diesen Ort für die Nachwelt festhalten. Erfüllt mir meine Bitte, dann erzähle ich euch mehr über den Samurai vom schwarzen Schiff. Oh, fast hätte ich es vergessen. Ihr müsst zum Fotoatelier und euch eine Kamera besorgen. Ich weiß, dass ich auf euch zählen kann. Ja, okay. Ich mit Ryoma. Warum ist er eigentlich gegangen? Wo ist er hin? Er ist gegangen, okay. Hoppala. Eine Katze. Warte mal. Ich will die Katze streicheln. Aber wo ist sie? Ist denn das gute Ding? Hier hinten? Nee. Scheiße, war die oben. Nee. Okay. Ja. Got it. Got it. Ja, kein Bock mehr auf mich. Ja, wer sonst? Du hast also genug für heute Nacht? Hast du rausgefunden oder hast du mit deinem Freund gesprochen? So. Habe ich. Leider hat auch er keine Ahnung, wo sich Meister Shoin aufhalten könnte. Hier sind die Leute meist gut informiert. Doch heute fand ich gar nichts heraus. Und du? Hattest du Spaß? War super. Ich wurde um einen Gefallen gebeten. Du lässt dich wohl gerne in Sachen reinziehen, was? Oh, immerhin konnte ich eine Sache in Erfahrung bringen. Ich kenne den Besitzer des Langhauses hier in der Nähe. Selbst Ronin wie du müssen irgendwo schlafen, stimmt's? Ich organisiere uns dort ein Zimmer. Komm später vorbei, hörst du? Mach ich doch sehr gerne. Begib dich zum Langhaus. Okay. Lass mal das Banner hier noch berühren. Okay. Und dann ab zum Langhaus. Gehen wir schlafen, obwohl es jetzt Tag wird. Naja. Gibt Schlimmeres. Da muss ich dann als nächstes wohl die Kamera abholen. Hey! Lass mir jetzt mal das Banner hier hissen, komm. Ja, Wumms.
Es ist etwas heruntergekommen, dafür aber sehr geräumig. Hier kannst du deine Kleider oder Habseligkeiten aufbewahren. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen. Ja. Mal rein. Das Langhaus ist jetzt verfügbar. Menschen, zu denen du eine Bindung hast, werden dich dort besuchen. Um deine Bindung zu diesen Menschen zu stärken, kannst du mit ihnen reden oder versuchen, ihnen Geschenke zu machen. Das Langhaus ist außerdem ein Ort, an dem du Gegenstände lagern, Möbel hinzufügen oder dein eigenes Aussehen oder das Aussehen einer Ausrüstung ändern kannst. Wähle Kooperation aus, um online mit anderen Spielern in Missionen zu kooperieren, das will ich nicht. Du hast Vorbestellungsvorteile erhalten, genau. Es ist gar nicht schlecht, sich gemeinsam etwas zu entspannen. Gut, dann entspannen wir uns mal. Neu entwerfen. Funktion neuer Entwurf für mich ist das Aussehen, deine Ausrüstung zu ändern. Okay. Ja. Eine Maske. Maske des Iga-Ninja, das ist cool. Aber warum ist es da noch immer... Ach so. Körpersatz. Gewand des Iga-Ninja, das ist cool. Oder in Unterhosen. Können auch in Unterhosen laufen. Akama 2... Okay, warte, hier ist noch mehr. Japanische Sets. Trainingskleidung. Kimono der verborgenen Schneide. Westliche Arbeitskleidung. Japanisch inspirierte Kleidung. Nee, ich will hier den Iga-Ninja. Oder so. Ja. Gürtel. Man eh nicht. Armschutz. Ich will da, dass die ganzen Punkte wenigstens weg sind. Alter, hab ich viele Eichengetter. Ronin-Strümpfe. Knieschützer des Iga-Ninjas. Oder Schuhe. Nee. Schon Sandalen sein. So richtig klassisch. Raffinierte Sandalen. Benutzte Getter. Eichengetter. Machen wir hier die Knieschützer des Iga-Ninjas. Accessoires für den Hals. Kann ich nicht ausrüsten. Rüstungsset. Kimono der verborgenen Schneide. Die Waffen kannst du auch anpassen. Okay. Katana des Iga-Ninja. So. Speer, machen wir mal den Kreuzspeer, Schwertpaar, die hölzernen, ja. Odachi, habe ich nur zwei verschiedene. Säbel. Säbel des Soldaten aus geschwärztem Silber. Der sieht noch cool aus. Und dann noch die Stangenwaffe. Machen wir hier. Sekundärwaffe, das Gewehr. Mal so. Das sieht schon am coolsten aus und beim Bogen habe ich auch nur... Kannst halt nur das ausrüsten, was du auch gefunden hast, ne? Ne, ich will speichern, Anpassungen übernehmen, so. Haushalt. Lager. Lager kannst du Gegenstände lagern, ja. Umdekorieren. Diese Funktion habe ich hier dein Langhaus mit Ausstellungsgegenständen zu dekorieren. Habe ich denn? Ich kann es mit Waffen dekorieren, zum Beispiel. Mit einem Katana des Iga-Ninja. Okay. Accessoires habe ich nichts. Neuanfang. Zum ersten Mal dein Langhaus umdekoriert. Okay. Dann, nee, Kooperation will ich eben nicht. Dann verlassen wir das Menü. Gehen wir. Let's go. Ziemlich gut, oder? Du kannst es nach Belieben nutzen. Ich schaue hin und wieder auch mal vorbei. Von nun an sage ich allen, dass wir hier zu finden sind. Das sollte die Dinge etwas in Schwung bringen. So, ich verabschiede mich für heute. Ich suche noch weiter nach Hinweisen zu Meister Shoins Aufenthaltsort.
Mach das. Bleib doch auf einen Tee. Haha, du fühlst dich gleich wie zu Hause, was? Ich muss leider los. Ah, Moment noch. Das hier ist für dich. Eine Uhr? Eine Taschenuhr. Jetzt weißt du jederzeit die Zeit. Sie ist gebraucht. Nimm's mir nicht übel. Aber nützlich ist sie trotzdem. Also dann, man sieht sich. Danke. Sehr nett. Hayabusa Ryu, bin jetzt ein Anfänger. Kampfstil wechseln. Du hast deine Bindung zu Ryoma Sakamoto vertieft und durch einen neuen Kampfstil erlernt. Du kannst in der Menüausrüstung bis zu 3 unterschiedliche Kampfstile für jede deiner Primärwaffen festlegen. Die Ten-, Chi- und Jin-Kampfstile besitzen jeweils eigene Kampffertigkeiten und Konterfunkpotenziale und sind gegen unterschiedliche Waffenarten effektiv. Meistere jeden Kampfstil für effektivere Kämpfe. Informationen zu Kampfstilen findest du unter Menü Kampfstile. Okay. Okushin Itoryu Mumyoryu. Okay. Aisu Kage. Gehen wir zum Kampfstil-Bildschirm. Die Anforderungen zum Erlernen von Kampfstilen erfährst du unter Menü. Ja, ja. Lass mich einfach mal gucken. Das ist nicht freigeschaltet. Okay. Das ist fürs Katana, ha? Gut. Ah, fuck. Dann habe ich hier fürs Uji-Katana auch noch was. Der Hayabusa-Ryu. Ne, ist für die Stangenwaffe. Wie sieht's aus hier? Fürs Odachi habe ich nur den Mumyo-Ryu. Okay. Gut. Begib dich zum Fotoatelier. Miteinander bekannt mit Sakamoto. Okay. Ja gut, dann berühren wir das Banner. Cool. Dann sehen wir uns morgen wieder. Sage ich danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.